Heute in diesem Video besuchen wir andere Welten. Schaut euch Tommy an. Was ist mit ihm passiert? Was ist mit ihm? Wo sind wir? Gibt es tatsächlich Stellplätze auf dem Mond? Und wieso haben wir uns so verändert? Wir reisen mit unserem Wohnmobil über die Mondoberfläche. Und das war natürlich Spaß. Ne? Das war eine KI. Wir stehen auf alten Plätzen und sehen Schiffe. Probieren Solarzellen. Aber ist gar niemand da zum Grillen. Merkwürdig. Wo sind die bloß alle hin? Kommen wieder nach Dresden und zeigen euch den Schillerplatz und das blaue Wunder. Essen dann eine Brezel und schauen uns Wohnmobile an. Und das eine ganze Menge. Das ist schon eher. Geh aus dem Bild, Mensch. Herrlich. Na, wer hat's von euch wiedererkannt? Ganz genau. Hier standen wir vor einigen Wochen und sind dann in der Nacht aufgebrochen, da Hochwasser kam. Oder es war Hochwasser und es stieg und wir wollten in der Nacht kein Risiko eingehen. Also sind wir jetzt zurückgekehrt und ihr seht, wir haben Bombenwetter. Es kommen sogar große Schiffe vorbei und wenn man mit den Fenstern Richtung Wasser steht, ist das ein absoluter Traum. Das ist so schön, morgens aufzuwachen und mit diesem Panorama in den Tag zu starten. Guten Morgen, ihr Lieben, und wir stehen heute wieder an unserem Stellplatz an der Elbe, wo wir dann beim letzten Video, nicht beim letzten, bei ein paar Videos bevor, abbrechen mussten wegen Hochwasser. Da sind wir ja in der Nacht auf einem anderen Stellplatz gefahren und heute sind wir endlich hier.
Das ist ein Traum, oder? Watt. Nein, 9,1 Ampere. Also 90 Watt. Jetzt mal 12, ne? Mal 13. Errungenschaften. Wir können sie leider noch nicht ausprobieren. Wir stehen nämlich gerade. Ja, Freunde. Beim letzten Mal gab es Anfragen, dass man vielleicht die Wohnmobile beim Händler in Dresden mal ein bisschen genauer angucken kann. Ja, wir sind jetzt ganz nah dran, aber genauer wird es nicht. Wir kommen nicht rein in die Fahrzeuge. Zumindest heute nicht. Aber hier stehen schon ganz schöne Exemplare. Das ist schon der Wahnsinn. Hier Harmony Line, Niesmann Bischof, das sind schon, boah. Wer sie mal sehen will, der muss zum Karawanenhändler Meinert in Dresden. Hier stehen so viele rum. Aber es sind auch so tolle Preise. Wow, der kostet 202.000 Euro. Nicht schlecht. Stürzen wir mal hier hinter. Da stehen noch Kastenwagen rum. Das ist schon eher unsere Liga. Sechsundsiebzig neun. Ja, das war mal ein kurzer Einblick. Wie gesagt, wenn ihr es live sehen wollt, hier in Dresden, Samstag sogar bis 14 Uhr geöffnet. Und wenn ihr die Autos von innen angucken wollt, müsst ihr den Händler fragen und dann kommt ihr da auch rein. Sehr. Ich mache mal wieder zurück zum Stellplatz. Da ist nämlich hier gleich um die Ecke. Und schau mal, was Anna und Tommy machen. Dass wir eine Woche später wieder hier landen, hätten wir nicht gedacht. Aber wie es manchmal so ist, ne? Sehr schön. Hinten auf dem Stellplatz ist auch ganz schön was los. Also voller als letzte Woche.
Die Tür ist zu bei uns. Wahrscheinlich gibt es Mittag. Das wäre natürlich nicht schlecht. Wir haben Chili Sin Carne, also vegetarische Variante. Stimmt interessant. Schauen wir mal. Ja, ui. Pampers Check. Hier in den nächsten Bildern seht ihr Tommy beim Spielen. Ich weiß gar nicht, ob man das Spielen nennen kann. Für ihn ist es mit Sicherheit Spielen und das ist das, was er eigentlich hauptsächlich tut. Er sucht sich hier an diesem Platz Stöckchen. Ne? Und die müssen alle die richtige Größe haben und die müssen beim Weden, wenn er sie in der Hand wedet, richtig gut in der Hand liegen. Ne? Passiert das nicht, hat er nicht das richtige Stöckchen, wird weitergesucht. Hat er das richtige Stöckchen, wird eine Minute gewedet. Es kann auch 5 Minuten oder 10 Minuten sein. Aber hier an diesem Platz ist es so, dass das Stöckchen, naja, maximal eine Minute in der Hand ist und dann wird das nächste Stöckchen gesucht. Und wir oder hier jetzt in den Bildern muss jetzt Anna darauf achten, dass er halt nicht in diesen Teich reinrennt, weil Wasser ist für ihn kein Hindernis, kaltes Wasser erst recht nicht, das stört ihn alles nicht. Und er versucht auch sehr oft diese Gegenstände, die er in der Hand wedet, das sind meistens seine Gummischlangen und hier jetzt die Stöcke, irgendwo über den Zaun zu werfen. Ne? Und das ist für die Leute, die hinter den Zaun wohnen oder ihr Grundstück haben, natürlich nicht so schön. Also versuchen wir das zu unterbinden.
Freunde, so kann man natürlich auch grillen, ne? Kleiner, kompakter Weber-Grill. Aber ist gar niemand da zum Grillen. Merkwürdig. Wo sind die bloß alle hin? Guten Morgen, Freunde. Wir haben heute Sonntag und wir machen jetzt noch einen kleinen Abstecher nach Dresden. Und zwar jetzt erstmal runter an die Elbe. Wir sind in der Nähe vom Blauen Wunder. Und ja, Wetter passt. Vielleicht ist es ja was für euch. Ne? Vielleicht habt ihr es ja noch nicht gesehen. Da könnt ihr euch jetzt mal einen Eindruck holen. Thank you.
Freunde, nur mal nebenbei, ne? Wer am Schillerplatz ist oder am Blauen Wunder, sollte hier mal den Fleischer besuchen. Das war der beste Fleischer, wo ich hier gewohnt habe. Und wird es wahrscheinlich auch immer noch sein.
Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wir sind am Ende angelangt. Heute waren nicht ganz so viele Sprechszenen drin, aber das nächste Mal bestimmt mehr. Ne? Lasst ein Like da, mal einen Daumen nach oben und für all die, die den Kanal noch nicht abonniert haben, abonniert einfach unseren Kanal, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Macht's gut, bis zum nächsten Video am Freitag.